Moin und herzlich willkommen, mein Name ist Dimi Vesos und heute bin ich zu Gast bei Boris. Boris zeigt uns heute sein HiFi-Setup, wir werden ein bisschen Musik hören, seine Anlage beurteilen und zum Schluss kündige ich noch ein weiteres cooles Video an, was wir heute hier bei Boris auch nochmal drehen werden. Und zwar geht es dann um ein Lautsprecher-Pärchen, das ich mitgebracht habe. Also viel Spaß! Boris, im Namen der Community, ich glaube, das spreche ich jetzt für uns alle. Vielen Dank, dass wir bei dir sein dürfen und du uns heute deine Anlage zeigst. Gerne, gerne. Und im Namen von mir selbst, vielen Dank für diesen guten Whisky. Cheers. Welcher ist das? Den habe ich von meinem Bruder bekommen zum Geburtstag. Danke dafür nochmal, Sascha. Ein Kabbalan. Der kommt aus Taiwan und der heißt Solist. Okay. Mhm. Sehr, sehr lecker. Ja. Sehr sommerlich, wie wir festgestellt haben. Ja, so wie das Wetter heute. Ja. Ja, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass ich jetzt hier bin? Bevor wir uns dein Setup anhören, bevor du auch erklärst, welches Setup es ist, kurz mal zu unserer Vorgeschichte. Wir haben uns kennengelernt über eBay Kleinanzeigen. Mag man kaum glauben. Total lustig. Ich habe einen Verstärker inseriert damals und da hat sich eben der Boris gemeldet und sagte, hier kann ich den mal hören, ist auch direkt vorbeigekommen zu mir und wir haben eine Hörsession gemacht. Fazit, du fandst den damals gut, wie du gesagt hattest, wenn ich mich recht erinnere, aber es war nicht ganz das, was du gesucht hattest. Genau. Ne? Und in dem Fall bist du dann erstmal ohne Kauf nach Hause gefahren, wir sind aber weiter in Kontakt geblieben, nachdem du dann ja eigentlich gemerkt hast, was ich so richtig eigentlich mache, dass ich halt HiFi vertreibe, einen YouTube-Kanal habe und so weiter, hast du dich dann bei mir gemeldet, hast gefragt, hey, hast du mal ein gutes USB-Kabel für mich? Hast auch nur gesagt, dass du dieses USB-Kabel einfach mal leihweise testen möchtest, weil du ein bisschen was herausfinden willst. Ich ein bisschen enttäuscht, dass ich noch nichts verkauft hatte. Hab dir aber natürlich das Kabel sehr gerne geliehen. Und eine Sache hatte mich von dem ersten Tag, als du mich besucht hattest, total beeindruckt an dir. Und das war, wie du beschrieben hast, weswegen du dich nicht für diesen Verstärker entschieden hast. Das hast du so gut beschrieben. Ich hatte selten jemanden gehabt, der sich so gut artikulieren konnte und den Klang so gut beschreiben konnte. Und mir halt ausdrücken konnte, warum der Verstärker nichts für ihn ist. Mir fiel halt eben auf, dass du dich echt gut artikulieren kannst. Und da dachte ich, mit dem Boris müsste ich echt mal ein Video gemeinsam drehen. Ja, also erstmal danke für die Blumen. Kommt vielleicht auch daher, weil ich als Texter arbeite. Also ab und zu kommt vielleicht mal so eine Werbefloskel rüber. Das ist aber nicht irgendwie böse oder komisch gemeint. Das ist einfach wahrscheinlich so eine kleine Berufskrankheit. Andererseits kann ich aber tatsächlich dann für die Sachen, die ich empfinde, schon wahrscheinlich eher das passende Wort finden oder das ja in Relation setzen, beschreiben. Du hast eine sehr kreative Ader und bleibst dabei auch sehr authentisch. Ja. Finde ich. Genau, ist ja auch quasi mein Hobby. Also ich mache das für niemanden im Auftrag, sondern das ist wirklich nur, ich möchte irgendwie vorankommen, klingt immer doof, weil eigentlich will ich nur Musik hören, aber ich weiß halt, wie ich die Musik hören will. Und du kennst das, wenn man einmal, wie auf der Messe zum Beispiel, etwas gehört hat, was einen echt abholt, dann setzt man das schnell irgendwie in Vergleich, in Relation und merkt dann, okay, da muss ich vielleicht noch nachbessern. Ja, genau. Und da gab es ein paar Punkte. Apropos Messe.
Also das mit dem Videodreh gemeinsam, das hatte ich tatsächlich dann im Hinterkopf, hatte ich so ein bisschen abgespeichert und wir sind dann noch so in Kontakt geblieben, haben hin und wieder mal geschrieben, dann hast du mich in meinem neuen Showroom besucht. Das waren meine Anfänge, da war ich noch in der Renovierungsphase und da haben wir uns auch ausgiebig unterhalten und danach im Mai sind wir dann gemeinsam zur High-End in München gefahren. Stimmt. Das war auch ein super, super cooles Erlebnis. Und da haben wir abends dann immer auch unsere Erfahrungen ausgetauscht. Ja. Und ich fand es auch immer interessant. Wir waren nicht immer einer Meinung, aber die Gespräche waren immer zielführend. Und es war super interessant, super Spaß gemacht. Genau, aber du hast mir eine Meinung oder eine Sichtweise erklärt, die ich eigentlich noch gar nicht so im Kopf hatte. Und ich glaube auch umgekehrt, genau. Aber so im Ergebnis waren wir uns Gott sei Dank immer sehr einig und ich glaube, deshalb freue ich mich auch auf deine Bewertung beziehungsweise dir einfach mein Setup vorstellen zu können, weil das hat ein bisschen gedauert, ist schon ein bisschen her auch, dass du mich und meine Freundin per Mitfahrgelegenheit quasi mit zur Messe genommen hast. Danke dafür nochmal. Gerne. Und jetzt sitzt du tatsächlich hier und hörst dir meine Anlage an. Du hast ja auch voll geschwärmt die ganze Zeit. Also auf der High-End hast du dann auch gesagt, ey, dein ganzer Weg, wie du angefangen hast und wie es jetzt klingt, dieser Fortschritt ist so genial, so ungefähr hast du das beschrieben, dass ich gar nicht anders konnte, als jetzt auch mal endlich herzukommen und mir das anzuhören. Und ich bin super gespannt. Ja, ich bin schon relativ überzeugt, aber das wäre auch schlimm, wenn ich es nicht wäre. Weil, genau, ich habe halt den Fortschritt mitbekommen und würde dir das auch gern zeigen, was es damit auf sich hat. Ja, dann jetzt mal konkret, bevor wir uns das jetzt mal anhören. Was hast du für ein Setup? Also welche Komponenten hast du genau? Und vielleicht fängst du auch damit an und sagst, was hast du dir zuerst gekauft und dann als nächstes und so weiter. Mhm. Genau, also irgendwann kurz vor der Pandemie, das war ganz gut getimt, weil damals wusste ich noch nicht, wie viel Zeit ich zum Musikhören tatsächlich haben werde, bin ich auf den Trichter gekommen. Genau, meine Soundanlage, die damals nur aus einem Magnat, aus einer Soundbar bestand, Magnat Sounddeck 150 hieß das Ding, bisschen aufzurüsten und bin dann in so einen Hi-Fi-Club gestolpert. Die Jungs waren auch super nett und bereits deren kleine Hausmarke, ich glaube Argon, hat mich schon echt beeindruckt, weil das war ein richtiger Stereo-Sound und die Jungs haben natürlich schön laut gedreht und das klang erstmal raumfüllend, mehr oder weniger, und hat mich ganz schön abgeholt. Und dann wollte ich das hier meiner Freundin natürlich verkaufen. Wir brauchen jetzt zwei Lautsprecher, würden auch voll cool aussehen. Damals hatte ich mir noch weiße in den Kopf gesetzt, ohne mich damit wirklich zu beschäftigen, was denn tatsächlich passt. Genau, aber ich als Texter fall natürlich nicht sofort auf das erstbeste Angebot ein, sondern wollte auch so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, was gibt es vor allem zu beachten. Und da kriegt man, du kennst das, so viele Infos und so viele verschiedene Meinungen und muss sich da vielleicht erstmal so ein bisschen durch den Nebel bewegen, um irgendwie was für sich rauszuziehen, was Sinn macht. Und sehr viel Sinn gemacht haben dann die Lautsprecher für mich. Die hat ein besagter Karl-Heinz Fink konzipiert. Der hatte auch diese Borg zum Beispiel und die Fink Team Kim. Ja. Haben wir auf der Messe uns auch angehört, ne? Richtig, die hatten wir auch kurz. Nicht die Kim, wir haben die EPOS. Die EPOS. Das ist ein neues Projekt. Da hat er zum Beispiel nicht als Consultant, also nicht als jemand, der für andere Boxen baut, sondern da hat er tatsächlich alleine jetzt eine alte Firma aufgekauft, EPOS, eine ziemlich bekannte britische Marke, und hat deren altes Bestseller-Modell quasi neu interpretiert. Hat mir persönlich super gut gefallen. Aber zum Beispiel bei Soul Note standen auch die großen Borg-Lautsprecher. Auf jeden Fall überragende Boxen. Ja. Und etwas von dieser Technik ist auch in diesen Q-Acoustics 3050i reingeflossen, für die ich mich entschieden habe. Die haben mir ja nicht nur optisch sehr zugesagt. Ich finde die super zeitlos und irgendwie schlicht und die passen halt auch einfach sehr gut in den Raum von der Farbe her. Witzigerweise auch von der Höhe. Ich sehe gerade noch die Leinwand, also die verdecken nichts. Aber der Klang war irgendwie im Vordergrund und die wurden halt extrem über den Klee gelobt, haben ganz viel gewonnen
Und das hat mir natürlich irgendwie imponiert. Mhm. Aber ich fand auch die Geschichte dahinter ganz cool, dass da wirklich jemand ist mit sehr viel Erfahrung, der für viele verschiedene Marken, Marantz, Denon, Neim, ja. Autohersteller halt immer akustische Lösungen parat hat für das entsprechende Budget. Und deswegen sind es diese Lautsprecher geworden. Genau. Und das sind ja auch echte Preis-Leistungswunder. Ich kenne Cue Acoustics jetzt gar nicht so viel. Ein bisschen, weil ich damals in dem Fachhandel, wo ich gearbeitet habe, haben wir die damals so am Rande ein bisschen mitgeführt. Ja. Als Einstiegsklasse. Aber die sind immer super angekommen. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis haben die durchaus mal Lautsprecher geschlagen, die etwas teurer waren. Und insofern habe ich da auch sehr gute Erinnerungen damit. Genau. Damals waren es die Concept-Serie, die wir da hatten. Und die sahen noch ein bisschen anders aus. Also eigentlich voll das Design, nur in Hochglanz. Dann war dieser interessante Fuß, der jetzt hier bei der 3050i auch ist, war dann aus Glas hinten. Und bisschen optisch, Metall dran. Ja, optisch kam das immer ziemlich gut an, weil es auch ein bisschen anders ist. Genau. Genau, die habe ich mir auch ganz kurz angeguckt. Aber da hat mich einfach diese bisschen entspanntere Optik, ja, dieses bisschen Matte doch irgendwie in meinem Raum einfach mehr angesprochen. Mhm. Und ja, waren natürlich auch nochmal günstiger tatsächlich, haben aber auch ganz viel Technik drin aus größeren Serien, zum Beispiel, ja, diese Concept 500, die auch als Preis-Leistungs-Wunder quasi angepriesen wird, ja, die hat halt auch diese P2P, also Point-to-Point-Verstrebung innerhalb des Gehäuses, wo die wirklich einen Aufwand machen, sich das angucken mit einer Laserkamera, um zu sehen, wo sind da tatsächlich die Vibrationen im Gehäuse, die werden dann so ruhig gestellt. So ein Helmholzabsorber, also das gibt es auch in Lautsprechern, da wird so eine Röhre mit einem wollähnlichen Material aufgefüllt, um auch nochmal so, ja, Bassmoden innerhalb der Box zu eliminieren. Genau, und das mit dem Bass ist halt immer ein spannendes Thema. Also ja, bin ich auch gespannt, wie das nachher klingen wird. Richtig. Nächster Step nach den Lautsprechern? Genau, es muss ein Verstärker her, ganz klar. Da habe ich es mir auch nicht einfach gemacht und bin da auch so ein bisschen, habe alles abgeklopft in dem Bereich von 400 bis 1000 Euro ungefähr. Und bin dann bei dem Rothel gelandet, Tribute-Serie, die witzigerweise auch von Karl-Heinz Fink zu Ende konzipiert wurde, weil traurigerweise Kim Ishibata gestorben ist. Deswegen Tribute-Serie. Mhm. Das Tribute stand da irgendwie mit dem japanischen Zeichen für Respekt. Genau, und das war ein super Verstärker, wurde aber ab und zu ein bisschen zu körnig, ab einer gewissen Lautstärke. Das hat mir nicht ganz so gefallen im Zusammenspiel mit den Boxen, die ziemlich ausgewogen spielen. Mhm. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, es liegt wahrscheinlich doch am Verstärker. So war es auch. Dann habe ich mich ein bisschen durchgetestet, habe auch mal wirklich ein Griff ins Klo war auch dabei. Also ich sage jetzt nicht, was der Griff ins Klo war, aber ich hatte auch noch Rega da, die ich durchaus gut finde. Ja. Advanced Acoustic hatte ich da. Einen Denon, einen älteren Verstärker hatte ich da und zum Schluss wurde es der Atoll. Ah, also, toll. Genau, Atoll aus Frankreich. Atoll, ein richtig toller Verstärker. Ja. Sorry für den Wortwitz. Alles gut. genau, handgemacht in Frankreich, ja, tatsächlich. Also von der Frontplatte bis hin zu den ganzen Platinen. Also wird wirklich in Frankreich hergestellt. Ist ein Geheimtipp. Ja. Könnte man so sagen. Lange gewesen. Genau, könnte man so sagen. Wobei so jemand wie die Low Beats Redaktion hat den auch als Verstärkertipp unter 1000 Euro sogar. Und was auch dann interessant ist, wenn man sich da mal reinliest, also wenn man den gütige Lautsprecher, wie zum Beispiel meine, mit einer Empfindlichkeit von 91 Dezibel zur Seite stellt, dann spielt dieser Verstärker kein Deutsch schlechter als der 2000 Euro stärkere, mit 200 Watt mehr versehene Verstärker aus gleichem Hause, was ganz spannend ist. Also es gibt ja viele Leute,
wie zum Beispiel ein der Pass Labs Entwickler, der sagt auch, also es braucht nicht viele Watt, um einen wunderschönen Klang zu erzeugen, gerade wenn man mit wirklich empfindlichen Boxen arbeitet. Und ja, ich dachte, ich probiere es einfach, und der hat mich halt sehr, sehr glücklich gemacht, aber trotzdem war der Sound noch nicht rund, deswegen war ich bei dir, habe mir den Hybridverstärker angehört, der war schön warm in der Stimme, aber ich dachte mir, okay, das ist zu ähnlich. Das also, war übrigens ein Unison Research, richtig. Unico Primo, ein Modell, was es jetzt heute nicht mehr gibt. Genau. Wurde ersetzt, aber das war das Modell, was du damals gehört hast. Genau. Also sehr schöner Verstärker, aber ich wusste schon vom Hören, der gibt mir jetzt nicht diese Räumlichkeit, der gibt mir jetzt nicht diese Tiefenstaffelung, die ich leider schon mal bei einem anderen Händler gehört hatte. Und da hatte ich ein Setup gehört und das hat sich wirklich eingebrannt. Da war der DAC 30.000 Euro. Das war ein Lindac. Der Verstärker war bei 1.500 Euro und die Boxen waren Habert-Boxen für 4.000 Euro. Und der, also der Verstärker, Verkäufer oder der Verkäufer an sich hat gesagt, das ist eine perverse Mischung, die aber funktioniert. Ja. So, und ich dachte mir, das steht eigentlich überhaupt nicht in Relation, ne, wenn man das so. Aber, nee. Aber das ist interessant, dass du das sagst, weil das, sorry, wenn ich schon ein bisschen vorgreife, aber das merkt man ja an deinem Setup so ein bisschen. Du hast halt noch einen DAC inzwischen dazu geholt im Laufe der Zeit. Definitiv. Der ja vom Preislichen nicht wirklich in Relation zu den Lautsprechern und zum Verstärker stehen. Und das hast du jetzt wohl auch bei dem Händler damals auch bemerkt, ne? Der hatte ja auch einen ultrateuren DAC. Richtig. Was überhaupt nicht in Relation zu dem Verstärker und den Lautsprechern, die er hatte. Und er hatte ja Verstärker von bis da, aber aus irgendeinem Grund hat er sich für diesen kleinen, witzigerweise auch 75 Watt auf 4 bei 4 Ohm, also ganz genauso wie der Atoll, sich dafür entschieden, für diese Kombi, und es klang halt himmlisch und ich dachte, wow, wenn ich etwas von dieser Erfahrung irgendwie kopieren könnte, das wär's. Und genau das war so der Gedanke. Was haben wir hier für eine Preisregion bei den Lautsprechern und den Verstärker? Ich glaube 800 Euro das Paar bei den Q-Acoustics. Genau, die sind ziemlich auf einer Ebene. Also die Lautsprecher sind bei 800 mittlerweile. Ja. Ganz genau. Und die werden auch nicht günstiger, was vielleicht auch ein gutes Zeichen. Mhm. Genau. Die sind ziemlich preisstabil und der Atoll kostet, so wie er da ist, also ohne Digital- oder Phonoboard, was es glaube ich noch wahlweise dazu gibt, bei 750. Sehr human. Super human, also auch so wie er sich anfühlt und kein Plastik dran. Auch der Volumenregler lässt sich also herrlich bedienen. Der hat, also so Haptik spielt für mich auch irgendwie noch eine Rolle. Oder total. Es ist schön, wenn das Gerät nicht nur gut aussieht, sondern auch noch so einen wertigen Eindruck vermitteln kann. Auf jeden Fall. Genau. Und wie gesagt, ich habe kein Laut-, keinen Plattenspieler, auch keinen CD-Spieler, sondern bei mir muss halt die Musik irgendwie digital herkommen. Dafür habe ich mich entschieden, einfach um so viele Titel wie möglich genießen zu können auf einem möglichst hohen Level. Und mit dem Sound wurde ich halt nicht so glücklich, wenn ich einfach nur einen kleinen DAC benutzt habe. Das war bei mir der Audio Quest Cobalt. Übers Handy. Das oder war dann auch dein nächster Step sozusagen. Das war mein Verstärker, nächster Step. Lautsprecher waren da. Genau. Du hast gestreamt mit dem. Ich hatte vernünftige Kabel. Ja. Genau. Und ich über Kobus, glaube ich, gestreamt. Über Tidal zuerst. Über Tidal zuerst. Sogar gestreamt. Und der Sound wollte sich halt partout nicht von den Lautsprechern lösen. Also zwischen den Lautsprechern war was, hinter den Lautsprechern war merkwürdigerweise auch ein bisschen was. Aber es war halt keine Musik im Raum. Also es klang nicht, wie ich schon mal gehört hatte. Also es klang nicht wirklich authentisch oder mitreißend. Mhm. Genau, und dann habe ich mich halt mit der Thematik so ein bisschen beschäftigt. Woher kommt denn eigentlich die Musik, wenn man sie streamt? Und klar, beim Plattenspieler ist es ganz klar, eine Nadel tastet eine Vinylschallplatte ab. Das Audiosignal wird tatsächlich abgetastet und weiter transportiert. Genau. Und diese Aufgabe habe ich bin spät drauf gekommen, aber ich bin drauf gekommen,
macht tatsächlich der DAG in Verbindung natürlich mit der Quelle, also mit dem Streaming-Dienst, beziehungsweise auch der Computer spielt natürlich eine Rolle. Ja. Genau, und deswegen ist der DAG, der das digitale Signal in ein Audiosignal wandelt, meiner Meinung nach wirklich, bei mir zumindest, das Herz. Und der Verstärker ist mehr oder weniger der Muskel oder das Gehirn, was ja die Emotionen einfach nur noch weiter transportieren ja. Muss zu den Lautsprechern. Fakt ist aber, ja, das schafft der DAG halt. Der schafft halt wirklich aus diesen ziemlich manchmal kalt oder mickrig klingenden Audiodateien, die ich zuvor hatte, ja. Wirklich etwas zu machen, was eindeutig nach Musik klingt und was eindeutig auch sehr echt klingt. Ja. Jetzt löst mal das Geheimnis, welcher DAG ist denn da? Ach so, es ist ein, also ich hatte viele DAGs da, von Cambridge Audio bis hin zu IFI, Zendag, also auch ruhig so ein bisschen günstigere Vertreter, weil ich auch schon mit dem Cobalt halt relativ viel Sound bekommen habe, aber zum Schluss musste ich ein bisschen höher greifen, habe da auch viel getestet und es ist der Cord Cutest geworden. Also eine englische Marke, die auch als eine der wenigen Marken tatsächlich die Chips selber entwickeln. Und ja gut, das ist kein Geheimtipp mehr, der Cord Cutest. Der ist ja. Also ziemlich gut, ziemlich bekannt und leider auch mit 1700 Euro eigentlich tatsächlich über meinem Budget. Aber du weißt, wie das ist. Also einmal gehört, dann entscheidet man sich auch manchmal für was eigentlich Überpreis ist. Ja. Es hat aber scheinbar einen großen Schritt nach vorne gemacht, sonst hättest du es nicht gemacht. Ja, also ich hatte ihn auch ehrlicherweise erstmal zum Testen da, habe da sogar eine Gebühr bei einem anderen Händler noch hinterlassen, bin dann nochmal in mich gegangen, aber ja, wenn selbst die Freundin sagt, schnapp zu, wenn du ein gutes Angebot kriegst, dann kommt man natürlich ins Grübeln. Also ich war von Anfang an überzeugt, aber ich hatte auch noch so ein paar andere Sachen, wo ich dachte, okay, das wäre quasi so die Krönung und ich mache erstmal vielleicht den Raum nochmal schick, weil ich wusste, der beste DAG bringt in diesem Raum nichts, wenn hier der Schall von, also zwischen den beiden nackten Wänden hin und her springt. Deswegen diese Soundpaneele, eBay Kleinanzeigen, sei Dank, die habe ich mir geholt und zwei Bassfallen in den Ecken und dann von RTFS. Ja. Genau, und dieses Sira-Diffusoren. Links und rechts neben der Anlage, genau. Also, ja, also Kompliment erstmal, auch erstmal rein optisch, hören tun wir ja gleich nochmal, aber rein optisch auch mit den Akustikelementen und den Vorhängen, du hast das hier wirklich sehr, sehr liebevoll alles gemacht. Witzigerweise, soll halt in erster Linie ein Wohnzimmer sein für mich und meine Freundin logischerweise und das gehört auch irgendwie dazu, also ich wollte mir nicht zu viel. Da vorne hast du das Dunkel gestrichen, bis zu einer Ebene hast du das Stimmt. bewusst auf Höhe der Lautsprecher gemacht. Das sieht ja auch sehr stimmig aus. Ja, genau. Das ist wie alles hier eigentlich ein Zufallsprodukt. Also ich habe mit der Wandfarbe angefangen, war da mutig. Die weiße Wand ist übrigens mein Beamer, meine Beamer-Leinwand. Okay. Deswegen auch die dunkle Farbe für ein bisschen mehr Kontrast. Außerdem fand ich einfach die dunkle Farbe ganz schön, weil so die Türzagen etc. ein bisschen mehr rauskommen. Dass die Boxen dann quasi Ton in Ton sind und die Bassabsorber auch in der Farbe geliefert wurden, das ist ein bisschen Zufall. Also ich habe mich schon für die Farbe entschieden, aber ich wusste noch nicht, dass sie auch so bündig enden. Und Gleiches gilt auch für die Lautsprecher, war einfach glückliche Schicksalsfügung. Genau. Sieht hübsch aus. Danke, danke. Was mir auch noch aufgefallen ist, du verwendest Lautsprecherkabel, die ich jetzt so nicht kenne. Ja. Und dann hast du noch ein... Ich kannte sie auch nicht, muss ich zugeben. Und dann hast du noch ein Gutwire-Verbindungskabel vom Laptop zum Q-Test. Genau, dieses Kabel habe ich ebenfalls mal Probe hören dürfen. Ja. Und ich war immer der Meinung, Kabel, die können eigentlich nicht wirklich was bewirken. Also, dass es so dezent sein muss, weil im Endeffekt
muss da ja nur ein bisschen Strom von A nach B fließen. Aber dieses Kabel hat mich komplett umdenken lassen, weil ich hatte drei verschiedene Digitalkabel da, von 50 Euro bis 400 Euro. Krass, ja krass. Und bin da auch wirklich wie im Blindtest quasi, also Freundin hat was angesteckt, ich habe gehört, weil ich wollte das wirklich für mich rausfinden, ob ich da irgendeinen Unterschied höre. Und es waren halt wirklich Welten. Also ich kann es mir auch wirklich nicht so richtig erklären, weil ich nicht die Technik dahinter zu 1000% begreife. Aber irgendwie ist dieses Kabel gecrimpt, also irgendwie ganz besonders konfektioniert. Dann hat es noch so eine Teflon-Beschichtung. Also der Mantel ist auch ganz speziell und man merkt auch förmlich, da drin sind wohl viele einzelne sehr dicke Leiter verarbeitet. Die kommen aus Kanada und haben auch ganz wenige Kabel, die sie an und für sich anbieten. Ich glaube, das ist sogar deren einziges Digitalkabel. Scheinbar haben die da alles richtig gemacht. Okay. Wurde mir auf jeden Fall empfohlen. Und dann habe ich das bei MR HiFi erworben tatsächlich. Grüße an dieser Stelle. Und der hatte mir dann zu den David Laboga Kabeln geraten. Tatsächlich ein Landsmann, also ein Pole. Ich habe polnische Wurzeln. Und genau, und der macht eigentlich Gitarrenkabel für so Bands wie Toto, Elton John, also wirklich für große Namen, ja. Und hat auch bei YouTube ganz witzige Videos. David Laboga, einfach mal googeln oder bei YouTube eingeben, wo er wirklich ein Gitarrenspieler und der Typ steckt dann die Gitarrenkabel um, ja. Und die Gitarre klingt einfach komplett anders. Okay. Aber das Prinzip ist ja das gleiche. Klar, es ist ein Instrument, aber der erzeugte Klang wird einfach nur an Verstärker, Gitarrenverstärker weitergeleitet und der Sound, also der hat sich wirklich beeinflussen lassen. Ich will natürlich nicht, dass mein Klang in irgendeine Richtung krass verfälscht wird, aber es ist schon ein recht warmer und ja, gut gestapelter Sound, den diese Kabel genau von sich geben und lebenslange Garantie, handgemacht in Polen. Ich dachte, ich probiere das mal. Also Cinch-Kabel und Lautsprecherkabel waren ungefähr bei 1000 Euro. Krass. Das war echt krass. Also ja, das war auch ein Schritt von Black Connect, 100 Euro, die nicht viel schlechter klingen, ehrlich gesagt. Es ist einfach nur anders. Also es ist für mich ein bisschen deutlich besser, aber im direkten Vergleich erst mit dem... ein oder andere vielleicht sagen, ich weiß nicht, was besser ist, so ungefähr. Richtig, ganz genau. Ja, das muss man auch immer für sich selber entscheiden. Aber interessant ist bei deinem Setup, und das fällt mir auf, du hast ein bisschen mehr Wert gelegt auf Tuning-Maßnahmen. So würde ich das jetzt mal ausdrücken. Don't call it tuning. Okay. Warum? Ach so, ja, weil dieses Gespräch hatten wir auch schon mal in München, beim Griechen übrigens. Für mich ist halt wirklich klar, die Lautsprecher, das ist das, was ich mir zuerst, was mich auch als Kunden zuerst anspringt oder angesprungen hat. Danach ist der Verstärker. Und wenn man das alles verbindet, meiner Erfahrung nach, und ich hoffe, ich kann dir das später noch zeigen, das reicht halt nicht, um wirklich Musik zu hören. Das ist natürlich notwendig, aber genauso notwendig, damit Musik nach Musik klingt, sind halt auch Kabel. Klar, es ist nicht der gleiche Klangzuwachs oder der Einfluss ist nicht so extrem in erster Linie, aber dazu kommt halt auch noch ein DAC. Dazu kommt natürlich vielleicht noch ein Linearnetzteil, um den DAC halt anständig anzutreiben. Und natürlich auch noch die Quelle. Also man kann sich wunderbare Lautsprecher hinstellen, einen tollen Verstärker. Wenn man dann aber eine miserable Qualität abspielt, dann machen es die guten Lautsprecher und der gute Verstärker sogar nur schlimmer. Also dann spart man sich lieber das Geld und... Ja. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Du willst das einfach so... du willst nicht sagen, keine Ahnung, Lautsprecher und Verstärker ist erstmal das Wichtigste. Für dich ist eigentlich das ganze Ergebnis am Ende das Wichtigste. Und wie du dahin gelangst, würdest du jetzt nicht eben nur den Verstärker oder den Lautsprechern zuschreiben, sondern in erster Linie auch den DAC für dich, für deinen Geschmack und die ganzen anderen Maßnahmen, die ich jetzt als Tuning
bezeichne. Genau, und für mich sind das halt wirklich so die Komponente. Ja. Sogar der Streaming-Dienst an sich, für welchen man sich entscheidet, ist halt auch schon der, legt halt von Anfang an, bevor Lautsprecher und Verstärker überhaupt ins Spiel kommen, legt man eigentlich schon damit fest, was ist zum Schluss möglich. Genau, und damit man das aber hört, diesen Unterschied hört, den habe ich am Anfang nicht gehört, da war es egal, ob ich Qobuz, Tidal oder Spotify stream, weil da kommt erst der Wandler ins Spiel, also was bei dir der Schallplattenspieler ist, der das Signal abtastet, das ist halt bei mir der DAC, der aus diesen Nullen und Einsen ein Audiophiles oder ein Audiosignal überhaupt formt und das machen halt Wandler, musste ich feststellen, unterschiedlich gut. Deswegen auch die Preisspanne wahrscheinlich. Ja. Okay, dann lass uns da einfach mal reinhören, oder? Unbedingt. Ich würde sagen, wir machen das folgendermaßen. Wir haben uns jetzt einen Song schon ausgesucht, den wir auch über YouTube präsentieren dürfen. Ihr wisst ja, sonst gibt es vielleicht Urheberrechtsprobleme. Also einen Song habe ich rausgesucht, den wir spielen dürfen. Werden wir jetzt eine Minute lang anspielen und am besten ohne den Chord Q-Test. Und danach stöpselst du einmal um, damit wir denselben Song nochmal durchhören mit Chord Q-Test. Ja, okay? Bin gespannt. Lange nicht gemacht. Let's go.